Der größte Schatz in diesem Land sind unsere Kinder. Ich will unsere jungen Menschen stark machen, im Wissen und als Person, damit sie fit sind für unsere moderne Lebens- und Arbeitswelt. Wunderschönes Zitat, stammt leider nicht von mir, sondern von unserer tollen bayerischen Kultusministerin Anna Stolz. Und sie ist bei uns im Magazin nah dran. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Natürlich reden wir über unseren großen Schatz, die Kinder, über die Schule, aber ich möchte erstmal über Sie persönlich reden. Seit November 2023 sind Sie jetzt also Kultusministerin. Erzählen Sie mal von den ersten Monaten im Amt, wie waren die? Also die waren natürlich unglaublich spannend, die ersten Monate. Ich habe wahnsinnig viele tolle Begegnungen erfahren, bereichernde Begegnungen, viele Impulse erhalten. Ich habe die ersten Monate im Zeichen des Dialogs gesehen. Das heißt, ich habe insbesondere meine Zukunftswerkstätten Bildung in Bayern durchgeführt. Das heißt, ich war jetzt unterwegs in allen Regierungsbezirken, habe dort immer einen Schulbesuch gemacht und dann den Tag mit der gesamten Schulfamilie aus dem Regierungsbezirk verbracht. Also wirklich ganz intensive Gespräche geführt mit Eltern, mit Lehrkräften, mit Schulleitern, mit Schülerinnen und Schülern, mit der Schulaufsicht, aber natürlich auch mit wichtigen Partnern in der Bildung. Und das ist jetzt so ein bisschen meine Agenda für die nächsten Monate und Jahre, weil dort sehr viele Impulse an mich herangetragen wurden, sehr viele Ideen entstanden sind. Und das ist mir eben wichtig, ganz eng mit der Schulfamilie im Austausch zu sein. Das sind die Profis und die haben die besten Ideen, die haben die frischen Ideen. Und insofern habe ich jetzt ganz, ganz viele Gespräche geführt. Aber gleichzeitig, das war schon immer so mein Herzensanliegen, viel draußen vor Ort zu sein, an den Schulen, also auch viele Schulbesuche durchzuführen. Heute habe ich wieder zwei gemacht. Das war auch wieder ganz wunderbar. Und da bekomme ich natürlich auch immer viel gesagt, auch wo der Schuh drückt. Aber auf der anderen Seite sieht man auch, wie toll Bildung in Bayern ist, dass wir großartige Lehrkräfte haben, für die ich sehr dankbar bin. Möchte ich mich an der Stelle auch ganz herzlich bedanken. Und vor allem haben wir großartige Schülerinnen und Schüler. Klingt, als würde Ihnen der Job gefallen. Er macht mir wirklich sehr, sehr viel Freude. Das ist richtig. Und vor allem, wenn ich draußen vor Ort sein kann, bei unseren Schulen. Jetzt ist Ihnen ja das Kultusministerium nicht fremd und auch die Schulfamilien nicht. Sie waren ja vorher 5 Jahre lang Kultusstaatssekretärin. Ist das ein Vorteil gewesen für Ihr jetziges Amt? Ich will sogar noch zurückschauen. Also bevor ich Staatssekretärin wurde, war ich Bürgermeisterin und damit ja auch Sachaufwandsträgerin für die Schulen. Und das ist eine sehr, sehr gute Voraussetzung, weil ich jetzt eben auch die Sorgen und Nöte unserer Kommunen kenne. Und das ist ganz wichtig bei den Themen, zum Beispiel Ganztagsausbau, was ja eines der großen Themen ist, die uns in den nächsten Jahren und auch jetzt schon intensiv beschäftigen. Und dann 5 Jahre Kultusstaatssekretärin. In dieser Zeit habe ich auch schon sehr viele Schulen besucht und natürlich auch bin ja sehr viel gehört, wo der Schuh drückt, bin da sehr intensiv ins Gespräch gegangen und das ist natürlich jetzt eine sehr gute Voraussetzung, weil ich die Herausforderungen schon bei Amtsantritt kannte und auch jetzt noch kenne und natürlich auch schon viele Akteure jetzt im Bildungsbereich und das erleichtert es natürlich bei all den Herausforderungen, die wir haben. Wo sind denn die größten Unterschiede in der Arbeit als Kultusstaatssekretärin und Kultusministerin? Also momentan bin ich ja sowas wie Kultusstaatssekretärin und Kultusministerin in einem, weil es gibt ja keinen Kultusstaatssekretär mehr, leider. Aber es sind natürlich Unterschiede da. Ich habe es gesagt, auch schon als Staatssekretärin viel an den Schulen unterwegs. Aber der Unterschied ist jetzt schon, früher hat der Minister die meisten Entscheidungen getroffen, jetzt treffe ich die Entscheidungen, aber zum Glück nicht alleine. Ich habe es gesagt, ich nehme da die Schulfamilie immer ganz eng mit, ganz im Dialog treffe ich auch die Entscheidungen und ich habe natürlich ein ganz tolles Team auch im Kultusministerium, die mich dann begleiten in diesen Entscheidungen. Und natürlich sind es noch mal ein bisschen mehr Termine. Ich habe eigentlich gedacht, das geht nicht, aber ein bisschen was geht dann doch immer noch. Ist auch das Wochenende dann oft voll? Ja, das Wochenende ist auch natürlich voll. Also einerseits mit öffentlichkeitswirksamen Terminen, aber auch mit Vorbereitung für die nächste Woche. Und Sie haben ja schon so viel geschwärmt über Ihren Job. Was war Ihr bisheriges Highlight? Das ist wirklich schwer zu sagen, weil ich würde sagen, jeden Tag gibt es Highlights für mich. Und ich habe ja wirklich so viele tolle Menschen kennengelernt in den letzten Monaten und so viele wichtige Gespräche geführt.
Aber ich würde, wenn ich jetzt so ein bisschen mir was raussuchen muss, würde ich sagen, sind es für mich wirklich die Schulbesuche, bei den Menschen vor Ort zu sein, bei den Schülerinnen und Schülern zu sein. Und ich denke ganz besonders gerne an meinen ersten Tag im Amt zurück. Ich habe als allererstes ein Förderzentrum besucht. Und das war auch ein ganz wunderbarer Tag, ganz tolle Schülerinnen und Schüler. Und mein Herz schlägt auch sehr für die Förderzentren, für alle unsere Schulen. Aber die Förderzentren sind eben auch eine ganz wichtige Schulart, eine kleine Schulart. Und deswegen habe ich da gleich am ersten Tag einen Schwerpunkt draufgelegt. Wow. Und jetzt mal so das Gegenteil. Was war besonders schwierig? Es gab ja schon mal so hin und wieder die ein oder andere Auseinandersetzung mit unserem Ministerpräsidenten. Ja, Auseinandersetzung möchte ich es gar nicht nennen. Also natürlich, ich sage es immer so, Bildung verdient es, dass wir um die besten Lösungen ringen auch. Und das kann auch mal eine kritische Auseinandersetzung sein. Das ist gut so, dass man sich da austauscht, die Argumente austauscht. Und insofern habe ich auch sensible Themen in den letzten Wochen und Monaten angesprochen. Und das ist gut so, weil so auch ein Prozess in Gange kommt, insbesondere ja die PISA-Offensive, die ich dann auch angestoßen habe. Und insofern, ja, es gibt Herausforderungen, die wir haben, insbesondere natürlich die Personalversorgung, der Lehrkräftemangel, generell der Fachkräftemangel, den wir haben, der mich natürlich auch sehr drückt. Sie haben es im Eingangsstatement gesagt, ich denke immer aus Sicht der Kinder. Und mein oberstes Ziel ist es, die Kinder stark zu machen. Starke Kinder brauchen aber natürlich starke Lehrkräfte. Und das ist natürlich eine große Herausforderung. Aber da setze ich viel Energie rein, dass wir auch viel Nachwuchs gewinnen, dass wir da jetzt mit Lehramtsbotschaftern an den Schulen unterwegs sind, dass wir auch die Ausbildung verändern, noch attraktiver gestalten. Ich möchte die Ausbildung noch praktischer gestalten, flexibler. Auch das Thema Inklusion möchte ich dann noch stärker verankern. Und insofern versuchen wir, die Rahmenbedingungen zu verbessern. Und da ist für mich auch ein wichtiges Anliegen, dass die Lehrkräfte wieder mehr Zeit haben für die pädagogische Arbeit. Das ist ihr Herzstück, deswegen sind sie Lehrkräfte geworden und deswegen habe ich gleich zu Beginn eine große Entbürokratisierungsoffensive jetzt angestoßen. Das heißt, ich habe mal wirklich bayernweit unsere Schulen gefragt und auch die Schulämter, Mensch, wo drückt euch denn da der Schuh, wo liegt denn die Bürokratie? Und da haben wir jetzt die Rückmeldungen vor kurzem erhalten, die werden wir jetzt auswerten und da hoffe ich, dass ich da schon Erleichterung schaffen kann, damit unsere Lehrkräfte wieder mehr Zeit für die pädagogische Arbeit haben. Ich als Mutter zweier Schüler setze auch sehr große Hoffnung in Sie, muss ich sagen. Also da liegt noch einiges im Argen und Sie haben super Ansätze, also ganz toll. Aber Sie haben schon die PISA-Offensive angesprochen. Vielleicht erklären Sie es nochmal, was genau haben Sie da vor? Ja, also schauen wir mal zurück. Die PISA-Studie kam Anfang Dezember raus und man muss immer wissen, also PISA liefert Ergebnisse für Deutschland, nicht für Bayern. Aber ich wusste natürlich auch aus meiner Zeit, insbesondere als Staatssekretärin, dass wir bei länderspezifischen Erhebungen auch Leistungsrückgänge haben in Bayern, in Deutsch und Mathematik insbesondere. Und das hat mich dann zwar nicht überrascht, so habe ich es immer gesagt, weil ich das eben wusste, aber es hat mich alarmiert. Und dann habe ich als allererstes Experten einberufen aus der Schulfamilie. Wir haben mehrfach getagt, haben uns da intensiv Gedanken gemacht, viele, viele Stunden. Und am Ende ist ein ganzes Maßnahmenpaket entstanden. Ein ganzes Paket, das ist mir immer wichtig zu betonen, weil in der öffentlichen Debatte wurde es sehr verkürzt, die PISA-Offensive. Und der erste Baustein ist eben mehr Zeit für Lesen, Schreiben, Rechnen. Mehr Zeit für die Basiskompetenzen. Die sind nun mal die Grundlage für alles andere. Ich bin wieder dabei, wenn die Kinder stark zu machen, da ist eben die Grundlage, gut Lesen, Schreiben, Rechnen zu können. Und deswegen gibt es jetzt mehr Zeit, insgesamt 6 Stunden mehr Zeit in der Grundschule für Lesen, Schreiben, Rechnen. Und in diesem Zuge haben wir die Stundentafel ein Stückchen verändern müssen und flexibilisiert. Und das finde ich einen großen Gewinn, weil unsere Lehrkräfte, unsere Schulleitungen, die sind die Profis vor Ort, die wissen genau, was die Schülerinnen und Schüler brauchen und die brauchen mehr Freiräume, unsere Lehrkräfte, unsere Schulleitungen. Und das war der erste Baustein, aber nur mehr Zeit bringt ja nichts. Deswegen, die Zeit musst du auch zielgerichtet nutzen und deswegen weitere Bausteine der PISA-Offensive waren dann zum Beispiel, dass wir gesagt haben, wir wollen ein Monitoring jetzt einführen an den Schulen, dass man genau sieht, wo stehen denn die Schülerinnen und Schüler. Also das Thema Diagnostik ist mir ganz wichtig. Dann evidenzbasierte, also wissenschaftsbasierte Materialien an die Schulen zu geben und Programme.
Fortbildungen für Lehrkräfte ist ein weiterer Baustein. Dann verpflichtende Sprachtests, aber ganz entscheidend mit dann auch mehr frühkindlicher Förderung. Und dann auch ein Einbezug der Eltern und Erziehungsberechtigten halte ich für ganz wichtig. Es ist eine enge Partnerschaft, muss das sein. Und der letzte Baustein ist, dass wir uns auch die Lehrpläne angucken und überlegen, wo können wir da mehr Zeit und Raum schaffen für diese Basiskompetenzen. Und Sie sind ja auch ganz wichtiger Punkt für viel mehr Bewegung, dass die Kinder sich einfach mehr bewegen. Ne? Ich glaube, heutzutage wichtiger als jemals zuvor. Bewegung ist mir ein ganz großes Anliegen, ja. Mehr Sport und Bewegung an die Schulen zu bringen. Auch da geht es wieder darum, Kinder stark zu machen. Gesundheit, sowohl körperliche als auch die psychische Gesundheit, ist dafür eine Grundvoraussetzung. Und gerade in der digitalen Welt, wissen wir alle, bewegen sich die Kinder automatisch etwas weniger. Und deswegen haben wir auch im Zuge jetzt der Stundenplanveränderung es ermöglicht, dass jetzt auch die dritte Sportstunde in der ersten Klasse wieder eingeführt werden kann, schrittweise. Aber das ist ein ganz entscheidender Schritt für mich, für mehr Sport und Bewegung. Und Geld scheinen Sie dafür auch zu haben, denn der Etat für die Bildung ist ja ziemlich wuchtig. Wohin fließt denn das Geld? Also jeder dritte Euro fließt in die Bildung. Das ist ganz, ganz wichtig. Und die Botschaft ist mir auch wichtig, weil Bildungsinvestitionen Zukunftsinvestitionen sind. Wir können unser Geld nicht besser investieren als in die Kinder. Und da haben wir natürlich einen Schwerpunkt, der liegt auf der Personalversorgung. Ich habe es schon gesagt, wir brauchen Lehrkräfte, wir brauchen unterstützendes Personal, Verwaltungsangestellte. Das schaffen wir in dieser Legislatur. Haben wir insgesamt 9.000 zusätzliche Stellen nochmal vorgesehen, 6.000 für Lehrkräfte und 3.000 weitere für Unterstützungskräfte, für Verwaltungsangestellte, multiprofessionelle Teams. Das ist ein ganz großer Baustein. Und dann gehört natürlich auch die digitale Bildung dazu. Digitale Bildung, ich möchte es aber auch immer gleich mit dazu sagen, für mich eine große Chance, aber es braucht immer einen pädagogischen Mehrwert. Da, wo es einen pädagogischen Mehrwert hat, wollen wir auch wirklich kraftvoll investieren und auch zum Beispiel künstliche Intelligenz an der Schule einsetzen. Ich habe mir da jetzt mehrere Beispiele vor Ort angeschaut, die mich absolut begeistert haben, weil es zeigt, dass wir über künstliche Intelligenz die Kinder noch individueller fördern können. Und insofern ist das eine große Chance. Und da ist jetzt auch erstmalig im Haushalt ein KI- und Medienbudget enthalten, sodass sich unsere Schulen dann auch für sie passgenaue Programme kaufen können. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Dritter Punkt, den ich nennen möchte, sind auch unsere Privatschulen. Die möchte ich an der Stelle explizit erwähnen, weil die gehören zu unserer bayerischen Bildungslandschaft fest dazu und die unterstützen wir auch stark mit unserem Haushalt. Und vielleicht ein vierter Punkt, weil ich es schon angesprochen habe, ist der Ganztag. Ganztag nimmt eine immer wichtigere Bedeutung ein und wir haben ja den Ganztagsanspruch, der zum Schuljahr 26/27 erstmals dann auch greift und da schaffen wir jetzt zusätzliche Plätze und auch da machen wir einen wuchtigen Aufschlag im Haushalt. Wow, da kommt einiges auf uns zu, ich freue mich. Lassen Sie uns mal ein bisschen von der Schule weggehen, was viele vielleicht gar nicht wissen. Sie sind ja auch zuständig für die Erinnerungskultur, welchen Stellenwert nimmt denn die in Ihrem Haus ein? Natürlich hat die Erinnerungskultur einen sehr hohen Stellenwert. Es ist auch ganz klar, dass wir Extremismus, Antisemitismus am besten begegnen über Bildung. Das ist die beste Prävention und deswegen haben wir natürlich verschiedenste Angebote an unseren Schulen. Wir bauen auch die politische Bildung aus. Wir haben neue Formate, wie beispielsweise die Verfassungsviertelstunde, ein neues Konzept, was zum nächsten Schuljahr an die Schulen kommen wird. Aber natürlich haben wir auch ein großes Konzept für die Erinnerungskultur, für unsere Gedenkstätten. Ich selber war jetzt in den letzten Wochen und Monaten zweimal in Dachau und Flossenbürg. Ich war in Augsburg in einer Gedenkstätte und gerade in einer Zeit, in der die Zeitzeugen jetzt weniger werden. Es ist besonders wichtig, da auch einen starken Fokus auf eine lebendige Erinnerungskultur zu legen. Denn ich beobachte schon auch mit Sorge eine Zunahme von Antisemitismus, von Extremismus in unserer Gesellschaft. Und da spielen natürlich unsere Schulen auch eine wichtige Rolle. Dieser Verantwortung kommen unsere Schulen nach und dabei will ich sie auch kräftig unterstützen. Und Sie haben auch Jerusalem besucht, und zwar nach dem brutalen Angriff der Hamas auf Israel. Wie haben Sie denn da vor Ort die Menschen erlebt und auch die Stadt? Also Israel hat mich
sehr bewegt, sehr berührt. Ich möchte fast sagen, dass ich ein bisschen verändert wiedergekommen bin. Das war im Dezember, also 2 Monate ungefähr nach dem menschenverachtenden Angriff der Hamas. Und ich habe auch einen dieser Kibbuze besucht, der Tatort dieses Angriffs war. Und ich kann nur noch mal schildern, es ist doch was anderes, wenn man vor Ort ist und mit eigenen Augen das Ausmaß der Zerstörung und auch des Leids sieht und der Brutalität dieses Angriffs. Und die Menschen dort habe ich als sehr stark erlebt, trotz all dieses Leids. Das hat mich sehr beeindruckt, dass das Land dadurch ein Stück weit enger zusammengerückt ist und vor allem, was für die Kinder getan wird, hat mich sehr beeindruckt. Man hat Ersatzschulen aufgebaut in Unternehmen, in Start-ups. Alle helfen zusammen, um gerade den Kindern und Jugendlichen trotz dieser wirklich schrecklichen Ereignisse beste Bildung zu ermöglichen. Ich glaube, dass einen das wirklich sehr prägt, wenn man das mit eigenen Augen gesehen hat. Auf jeden Fall. Frau Stolz, letzte Frage. Blicken wir mal so ein bisschen in die Zukunft. Was werden wir denn, Sie haben ja schon so viel erzählt, was Sie alles vorhaben, aber vielleicht noch mal so in den kommenden Monaten, was werden wir vom Kultusministerium hören, sehen, erleben? Ja, da gibt es natürlich sehr viel, was jetzt auch auf der Agenda liegt. Also ich habe ein Stichwort schon gegeben, die Verfassungsviertelstunde ist ein neues Konzept, was wir an unseren Schulen einführen werden zum nächsten Schuljahr. Das werde ich dann in Kürze vorstellen. Wir haben ein weiteres Programm, was wir umsetzen werden, das Startchancenprogramm. Das bedeutet, dass wir eine noch bessere Entkopplung von Bildungserfolg und sozialer Herkunft erreichen wollen und da die Schulen gezielt unterstützen, die eine besonders hohe Heterogenität aufweisen. Dann ist natürlich das Thema Personalversorgung ganz oben auf meiner Agenda. Da will ich jetzt auch eine Expertenkommission einberufen. Wir wollen gemeinsam überlegen, wie wir trotz der wenigen Köpfe besten Unterricht gewährleisten können. Und das sind so die Hauptthemen, die mich jetzt erstmal bis zum Sommer begleiten werden. Und dann natürlich werde ich die Ergebnisse aus meinen Zukunftswerkstätten vorstellen. Also das wird auch spannend werden. Was hat uns die Schulfamilie in den 7 Regierungsbezirken mitgegeben? Wo drückt der Schuh am meisten? Welche Ideen sind da? Das werde ich öffentlich machen, dann auch natürlich eine Agenda aufstellen, wie ich das umsetzen kann und die Entbürokratisierungsoffensive. Da will ich dann natürlich auch informieren, was sind die Ergebnisse, was können wir in den nächsten Monaten anpacken. Wow, also so viel Enthusiasmus, Optimismus, Kompetenz auf einmal auf diesem Stuhl. Ich finde es toll, dass Sie unsere Kultusministerin sind. Frau Stolz, vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank, dass Sie dabei waren.